haben. Wie heißt die? Wie heißt die nochmal? Sie singt halt. So, Freunde, willkommen zurück zu Hades. In der letzten Folge haben wir Mac besiegt. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Asphodel. Ja, und da wollte ich die Gelegenheit gleich mal nutzen, um euch zu fragen, wie euch das ganze Projekt so gefällt. Und falls es euch gefällt, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr nichts verpasst. So. Deine Gaben werden normal und steigen dann alle drei Scharmützel. Ah, alle drei Scharmützel. Okay, okay, auch nicht schlecht. Gut, es sind noch einige Scharmützel vor uns. Wir wechseln, da wir den Gifttusch haben, wechseln wir mal auf Artemis. Ich hoffe einfach auf den Boost von ihr. Können wir kaufen. Lassen Objekte fallen. Das ist immer ganz nice, weil die halt meistens Heilungsobjekte sind. Ja, es sind Heilungsobjekte. Ja, das rede ich für einen Blödsinn. Es sind Heilungsobjekte, so. Wie sie fallen lassen. I see you, Tartarus. Love that sulfur smell. So, gleich gucken, ob hier ein Pott zu zerschlagen ist. Nix. Mal die Aussicht begutachten. This place has definitely seen better days or nights. Tja. Dann geht's auch schon los. Wie heißt denn das hier? Das hat das, glaube ich, gerade gesagt, oder? Hab ich wieder vergessen. Egal. In der Lava hier. Who dies first? Also die mag ich gar nicht, die Skelette, die hüpfen so viel rum. Nach dem Kampf sollte auch mein Chaos-Segen den Fluch verlieren. Und dann sind wir stärker. Also ich glaube 60% oder was? Was stand da? Alter. Ja. Der Fluch. Ist weg, der Fluch. Power of Olympus. Ja, Fäulnis ist unser Main Damage, oder? Ja, komm, Fäulnis. Palm Power. Apfelpower, ja. Wie gucke ich jetzt da? Unsere Spezialfähigkeit macht 84% mehr Damage als unsere Main-Fähigkeit. Wir nehmen Hermes. Steady now. Hermes Talente sind allgemein gut. Ausweichchance und mehr Gold und Bewegungsgeschwindigkeit und alles schöne Sachen. Natürlich werden Artemis Dash auch ganz nice. Artemis, was sage ich denn? Athene Dash. Auch nur zum Reflektieren von so Bomben und so Sachen. Jo! Afris Gift. Time to collect. I wanted to let you know my sister Artemis is out looking for you. You should be running into her any chamber now. Aha. Bewegungsgeschwindigkeit? Nein. Nachdem du verletzt wirst, kannst du durch einen schnellen Spurt einen Teil der gerade eingebüßten Leben zurückgewinnen. Ja. Ja, das nehmen wir. Ah, da ist Artemis, ja. Und da ist, wie heißt der? Ares? Wir bräuchten aber Artemis. Unbedingt, unbedingt.
So. Ach, ihr. Ich hasse ich halt. Die halten viel aus, die hüpfen weit und machen so komische Druckwellen. Richtiger Hassgegner. Jo, weil der mit einem HP überlebt hat. Artemis. Danke. So, Druckpunkt. Jeder Treffer kann kritisch sein, ist schon mal nicht schlecht. Der Wurf, den brauche ich nicht und die Jägersprit auch nicht. Ja komm, nehmen wir Druckpunkt. Dann gibt es hier nochmal Artemis. Gibt es was zu kaufen? Was Gutes. Let's see. Das wäre halt nice, ne? Coin goes in, that comes out. Ja, ja, ja. Und kurz gucken. Sind unsere Gaben jetzt gestiegen? Selten, selten. Episch? Episch. Achso, das ist der Bogen. Ja, sonst gibt's ja keine. Ja, nur die zwei, oder? Ja. Ja, freue mich schon. Wenn das weiter hochlevelt, ist richtig gut. Hey, look, it's me, witches. Oh, die Hexen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie schaffe ich die so am besten. Ich weiß, es ist ein bisschen lame. Aber das Gift macht den Rest und ich stehe einfach hier und werde Schüsse ab. Solange bis die Lava kommt. Man, die sind einfach eklig. Tut mir leid. In the name of Hades. So, Rückendeckung. Nachdem der Treffer, Wurf, Spezialität feuert. Ja, das, genau das wollte ich haben. Obwohl das auch gut ist. Aber das ist besser. Schießt jetzt jedes Mal, wenn ich treffe, noch zweites Geschoss. Hinterher, so ein Artemis-Dings. Ah, hier, perfekt. Perfekter Run. Wie heißt die? Wie heißt die nochmal? Sie singt halt. What's your official business anyway, your royal majesty? Seems like it's look, the truth is I am trying to get out of here. I've hit some stumbling blocks along the way, but I think I will make it there eventually. Oh really? Say no more. I know how that is. Hope the fates will look the other way for you. Ja, jetzt kann ich hier halt was verbessern. Plus ein Level werden zur nächsten Seltenheitsstufe befördert. Ich meine, Seltenheitsding, das kommt ja jetzt von selbst. Ich habe ja auch nur zwei Gaben. Dann nehme ich lieber das Level. You bet. Cheers. Rückendeckung plus eins. Ja, nice. Bye. Farewell, Your Majesty. Tschüssi, tschüssi. Jo! Ja, ihr seht schon. Das sind die Pfeile. Die kommen jetzt immer extra. Wenn ich treffe. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir diesmal sogar bis zu Hades. Mit dem Bogen. Das wäre Premiere. So, weiter geht's nach einer etwas längeren Unterbrechung. Ich habe gerade gesehen, hier ist ein Fischers-Dingsbums. Fischspot oder wie sagt man da? Angelbereich, ja? Und den werden wir jetzt mal testen. Ich weiß gar nicht, welche Taste ich drücken muss. Ja. Nice.
Das ging ja jetzt leichter, als ich dachte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Was wollte ich denn skillen? Also wir haben hier irgendwie Gift und Aris, oder? Ja. Das heißt, ja, den Aris werde ich auf jeden Fall nehmen, aber was von dem macht Sinn? Spurt ist irgendwie blöd. Das ist doch gut. Obwohl das auch gut ist. 60% mehr Schaden auf der Verderbnis. Oder Bonusschaden. Ich weiß es nicht. Das mittlere ist eigentlich besser. Komm, wir nehmen das. Und hier das Herz nehmen wir auch. Wenn schon, denn schon, ne? Jo, und dann wird jetzt wahrscheinlich eh der Boss kommen, oder? Ja. Hydra. Oh ja, Feuerball Hydra. Jo. Der hatte ich noch nie. Ist jetzt schon die vierte oder dritte Form von der Hydra. Oder vielleicht hatte ich die schon und habe es einfach nicht so wirklich registriert. Oh. Phase ist schon vorbei. Geht schnell. Ah, unten ist noch eine, die spawnt. Die mache ich am wenigsten. So. Kaputt. Enjoy your magma bath. Ja, easy. 400 Dunkelheit. Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.